treten. Herr Beletzky, sagen Sie mal, wer gewinnt dann heute möglicherweise den großen Preis? Also das ist für mich das Schwierigste zu schätzen, wer gewinnt. Diejenige, wer hat mehr Glück und fährt topfit. Aber gibt es viele, ich glaube, Rolf-Göran Benson ist top and choose, hat viel Möglichkeit. Philipp Weiss auch, auch top and choose. Also viele Reiter, also ich glaube, 15 Reiter kann jeder Reiter von dieser Gruppe gewinnen. Also ist immer schwierig zu sagen, wer. Sonst wird interessant, unser Sport. Ja, das stimmt, das ist richtig. Emanuele Gaudiano hat in den vergangenen Wochen auch richtig gute Platzierungen zusammengeritten, die eine oder andere Prüfung gewonnen. Was sagen Sie dann, wer könnte das dann heute vielleicht gewinnen? Okay, haben wir 44 Reiter und sind von 44 alle stark und jeder kann diese Prüfung gewinnen, denke ich. Schwierig zu sagen, weil hier sind Top-Reiter und Top-Pferde. Das wird entspannt. Und wie ist es mit Ihnen beiden? Was ist mit Ihnen? Ah, ich reite eine, die Stute vom Samstag und heute geht sie nochmal, vielleicht auch ein bisschen müde, weiß nicht. Genau, und wie ist es bei Wladimir Beletzky? Also bis jetzt mit Littlefoot habe ich ein paar gute Runden gehabt, aber nicht gut genug zu gewinnen oder vorne zu sein. Dieses Mal versuche ich besser werden. Ich hoffe, klappt das besser, aber auf mich würde ich nicht so richtig tippen. Gut, ein wichtiger Hinweis für die Wettbüros. Vielen Dank. Torben Kölbrand ist derzeit Dritter zusammen mit Simon de Lestre im Riders Tour Ranking nach dem gloriosen Derby-Auftritt. Gestern war die Qualifikation in Wiesbaden für die DKB Riders Tour. Wer könnte das Ding dann heute nach Hause schaukeln? Ich glaube, Katrin Eckermann ist heute mit Chica's Way am Start. Ein sehr schnelles Pferd. Ich glaube, die hat gute Chancen. Simon de Destre schätze ich als sehr starken Konkurrenten ein, auch der auch noch bis heute hier geblieben ist und Punkte sammeln möchte weiter. Und ich werde auch noch mal mein Bestes geben heute. Mit welchem Pferd? Ich reite Russwill heute, einen 9-jährigen Fuchswallach, der auch am Samstag schon die Global Tour gegangen ist mit einem leichten Abwurf. Der ist für diese Aufgaben jetzt soweit fertig und muss Erfahrung sammeln noch in den großen Preisen. Das ist eigentlich erst der zweite große Preis, den das Pferd geht, aber ich bin ganz optimistisch für heute. Kurze Frage natürlich noch zu C. Trenton Z. 147. Null-Fehler-Ritt im Derby mit Torben Kölbrand. Das ist ja immer sowas für die Ewigkeit. Was macht er jetzt? Ich habe zwischendurch mal ein bisschen geguckt und man konnte den Eindruck gewinnen, dass er ein bisschen verhätschelt und verpüppelt worden ist als Derby-Held. Ja, das stimmt. Also der ist jetzt momentan in Steinhagen auf der Deckstation beim Gestüt Westfalenhof. Da darf er seinem Hobby nachgehen. Ausgiebig, glaube ich, weil die Anfragen sind wirklich groß jetzt nach dem Erfolg. Die Züchter nutzen den Hengst und eventuell geht er in 3 Wochen in Hickstead beim englischen Derby. Das ist noch nicht ganz sicher, aber erstmal genießt er auch seinen Erfolg, glaube ich, ein bisschen. Gut, vielen Dank. Katharina Offel, guckt man sich die Ergebnisse an der Qualifikation gestern hier im Schlosspark, wer hat sich denn so ein bisschen in die Position geschoben, dass man sagt, der könnte den großen Preis in Wiesbaden gewinnen? Na, ich denke mal, dass Katrin mit Chica's Way wieder in der Favoritenrolle ist. Das Pferd sprang sehr gut hier in einer Prüfung am Freitag, glaube ich, oder am Samstag. Aber wenn Hansi Dreher mit Embassy in der zweiten Runde ist, dann gibt es bestimmt ein spannendes Stechen. Sollte es mir gelingen, mit meinem noch sehr jungen Pferd Charlie, werde ich auch alles tun, um ganz vorne zu stehen. Genau, man muss es denen ja auch nicht leicht machen, ne? Natürlich. Danke.